Aber auch irgendwie, wo ich dachte, aber. Hallo, liebe Bücherwürmer! Ich habe für euch heute meinen Leserückblick aus dem September. Im vergangenen Monat habe ich ein Hörbuch gehört, 3 Romane gelesen, 2 Comics und 4 Kinderbücher verschlungen. Wie immer packe ich euch auch alle Bücher nochmal unten in der Infobox, wenn ihr genauer stöbern gehen wollt. Aber jetzt geht's an die Bücher. Ich fange mal an mit den Romanen. Ich habe nämlich gelesen vom Piper Verlag von Adriana Popescu, Goldene Zeiten im Gepäck. Das ist ein ganz schön dickes Ding, aber holy guacamole, das hat sich so gelohnt. Es geht um Frau Kaiser, die in einem Altersheim lebt. Und da gibt es dann noch die Pflegehelferin Carla. Ja, und die hat ein Geheimnis, dem Frau Kaiser auf die Schliche geht. Und sie erpresst Carla und sagt, du kommst jetzt mit mir auf einen Roadtrip, du fährst mich. Und wenn nicht, dann verrate ich allen dein Geheimnis. Carla fühlt sich also dazu gezwungen, sie zu begleiten. Sie weiß aber nicht, dass die quasi über alle möglichen Landesgrenzen fahren und Frau Kaiser voll den krassen Roadtrip mit ihr vorhat. Es ist wahnsinnig lustig, aber zwischendurch auch echt super traurig. Das ist so ein Buch, bei dem man nicht so ganz weiß, holt man jetzt die Taschentücher oder hält man sich noch den Bauch? Und es hat mich auch wahnsinnig nostalgisch gemacht, denn dieses Buch spielt quasi auf 2 Zeitebenen. Einmal zur heutigen Zeit und dann damals, als Frau Kaiser noch jung war. Die war nämlich eine sehr begabte Schwimmerin und damit auch Teil von den Olympischen Spielen. Aber mehr will ich dazu gar nicht sagen, denn ich finde, da müsst ihr noch selber was herausfinden. Ich habe wirklich jede Seite von diesem Buch genossen. Es ist so ulkig und diese Chemie zwischen Frau Kaiser und Carla ist großartig. Obwohl die beiden sich gar nicht kennen, wachsen die richtig eng zusammen und es passieren so merkwürdige Dinge, die bietet echt nur das reale Leben. Mich hat dieses Buch komplett weggeflasht und deswegen habe ich ihm 5 von 5 Sternen gegeben. Es ist ein richtiges, richtiges Herzensbuch. Und ich finde vor allem, es ist auch ein All-Ager, den man echt jedem empfehlen kann. Jetzt habe ich noch ein bisschen was fürs Herz mit Katharina Mittmanns Campus Love, Kyla und Jason. Erschienen ist es bei Drömerknauer. Zur Buchmessenvorbereitung habe ich diesen Titel nämlich verschlungen. Kyla hat ziemlich hart für ihr Stipendium gearbeitet und kann dann endlich an die Brown University gehen. Und das Erste, was sie sieht, wenn sie ins Wohnheim kommt, ist ein Typ in ihrem Bett. Der sieht wahnsinnig gut aus, ist aber auch sehr, sehr frech und echt ganz schön seltsam. Die beiden merken allerdings, es prickelt irgendwie so ein bisschen und natürlich erzählt dieses Buch ein bisschen mehr über die Beziehung der beiden. Wer gerne New Adult liest, der sollte sich dieses Buch auf jeden Fall krallen. Was mich besonders begeistert hat, es gibt super viele Harry Potter Referenzen und Kyla arbeitet auch in einer Buchhandlung und Jason kommt da mal immer wieder vorbei und holt sich einen tollen Tipp ab. Das hat mich bei diesem Buch besonders gereizt. Mir war es zwischendurch ein bisschen sehr langatmig und ich fand mich, glaube ich, auch an einigen Stellen einfach ein bisschen zu alt, aber es war sehr frisch, sehr jung und ein bisschen nerdig und das fand ich ganz schön, deswegen habe ich Campus Love 3 von 5 Sternen gegeben. Jetzt geht's weiter mit einem richtig fetten Fantasy-Klopper. Die Rede ist von Sally Green, Kingdoms of Smoke, die Verschwörung von Brigant und erschienen ist das Bunny TV. Dazu habe ich aber auch noch das Hörbuch gehört, das ist bei der Audio Verlag erschienen. Also ich habe mal wieder parallel gehört und parallel gelesen. Ich finde, dass es gar nicht so einfach ist, zusammenzufassen, worum es in dem Titel geht, weil das spielt über die Grenzen eines Königreichs hinaus und hat wahnsinnig viele Perspektiven von unterschiedlichen Charakteren. Es geht zum Beispiel um Prinzessin Catherine. Die soll nämlich verheiratet werden mit einem Mann, den sie noch nie getroffen hat. Und eigentlich will sie nur selbstbestimmt und frei leben. Das ist aber wahnsinnig schwer, weil ihr Vater und ihr Bruder einfach mega die Idioten sind. Und dann gibt es zum Beispiel noch eine junge Dämonenjägerin. Denn dieser Dämonenrauch, dieser rote hier, den ihr seht, der ist im Buch auch noch ganz wichtig. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen Game of Thrones lastig, aber deutlich jünger. Aber trotzdem hat mich das irgendwie total gepackt. Ich hatte am Anfang schon Schwierigkeiten mit dem Perspektivenwechsel, aber so nach 100 Seiten bin ich richtig reingekommen und natürlich hat man so seine Vorlieben. Was ich ganz besonders cool finde, es gibt auch ein paar queere Charaktere hier drin. Und für so ein Mittelalter-Fantasy-Ding ist es nicht so wahnsinnig üblich. Man muss aber allerdings auch sagen, dass die Charaktere am Anfang fast gar nichts miteinander zu tun haben und erst gegen Ende alle, ich glaube 5 Perspektiven sind es, alle Perspektiven ineinander übergreifen.
Und ich fand halt, dass erst so die letzten 20, 30 Seiten ging es so richtig ab und man dachte so, okay, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe den Titel 4 von 5 Sternen gegeben. Ich muss aber sagen, ich würde euch definitiv das Hörbuch empfehlen, wenn ihr gerne Hörbücher hört, weil dieses Hörbuch ist von vielen verschiedenen Sprechern gesprochen, unter anderem von Marius Claren, der ja auch Percy Jackson liest. Wir gehen jetzt zu den Kinderbüchern und da habe ich einen ganz besonderen Schatz für euch, nämlich Himmel, Donner, Glöckchen, Hopsis Abenteuer in der Weihnachtswerkstatt von Jasmin Zipperling. Ihr habt ja vielleicht auch schon mein Unboxing dazu gesehen. Ich habe mitten im Sommer quasi ein Unboxing zu einem Weihnachtsbuch gemacht. Ich packe euch das Video dazu gerne nochmal aufs i und unten in die Infobox. Es geht um einen kleinen Hasen, der darauf vorbereitet wird, ein Osterhase zu sein. Aber Hopsi merkt, sie will gar kein Osterhase sein. Durch einen Zufall gerät sie nämlich in die Weihnachtswerkstatt. Und da stellt sie fest, sie wäre wahnsinnig gerne eine Weihnachtshäsin, aber das ist halt nicht so ganz normal. Und so muss ich Hopsi auch gegen sehr viel Spott wehren. Ich finde es sehr schön, wie viele realistische Elemente aus dem wahren Leben hier drin sind. Und trotzdem ist es einfach so richtig schönes, süßes Kindermärchen-Weihnachtsbuch. Und es ist auch ganz toll divers, meiner Meinung nach. Also ich war von vorne bis hinten begeistert. Ich zeige euch auch mal ein paar dieser süßen Illustrationen hier drin. Und ich finde, am Ende ist es nochmal so ein bisschen cliffhangery, jetzt nicht wahnsinnig, weil es ist natürlich ein Kinderbuch. Aber man will schon wissen, wie geht's denn jetzt weiter? Und Jasmin, ich warte auf das nächste Buch. Ich habe diesem Buch 5 von 5 Sternen gegeben und ich empfehle das vor allem zur Weihnachtszeit. Aber eigentlich kann man es auch an Ostern lesen. Das nächste Kinderbuch ist bei Boje erschienen und heißt Karneval im Zoo von Sophie Schönwald und Günther Jacobs. Und es lässt sich relativ einfach zusammenfassen, die Tiere im Zoo haben sich alle verkleidet und der Zoowärter muss herausfinden, welches Tier hinter welcher Verkleidung steckt. Und das ist einfach nur Zucker, ich sag es euch. Ich meine, verliebt man sich sofort drin. Es ist vor allem auch sehr einfallsreich und sehr lustig. Und für jemanden, der Karneval mag, ist es sowieso was ganz Besonderes. Schön sind hier vor allem die Wortspiele, wie zum Beispiel die Elefummel. Ihr könnt euch ja mal überlegen, was für ein Tier das sein könnte, beziehungsweise wer sich da als was verkleidet hat. Ich habe dem Titel 4 von 5 Sternen gegeben. Beide Bilderbücher, die ich euch jetzt noch zeige, sind bei Aas Edition erschienen. Und hier haben wir Das ist Deutschland, eine Reise in Bildern von Verena Körting. Und dieses Buch passt gerade so in den Bildausschnitt. Es ist auch eigentlich wirklich ein Bilderbuch. Es gibt nämlich gar keinen Text. Und im Endeffekt lässt sich das relativ schnell erklären. Es ist nämlich, wie der Titel schon sagt, eine Reise durch Deutschland. Hier werden ganz unterschiedliche Schauplätze gezeigt. Und zwar vor allem auch Schauplätze, die nicht immer so illustriert werden. Also ich habe hier ganz viele interessante Dinge entdeckt. Allerdings muss ich auch sagen, manchmal ist es schon sehr klischeehaft. Wie zum Beispiel hier das Bild von Köln. Es sind sehr viele Karnevalisten, der Kölner Dom ist da, man hat den Hauptbahnhof so im Hintergrund. Also ich finde, es ist so eine Mischung aus typische Schauplätze und neue Schauplätze, die man noch nicht so kennt, wenn man jetzt nicht jeden Fleck von Deutschland schon 3000 Mal gesehen hat. Was mich manchmal ein bisschen verwirrt hat, war echt diese Reise, weil ich hatte das Gefühl, dass es nicht einmal so ein Kreis quasi rum um Deutschland geht, sondern manchmal so. Und das war so wirklich das Einzige, wo ich dachte, okay, das hätte man vielleicht noch ein kleines bisschen strukturierter machen können, aber es ist echt das einzige Manko, weil es ist mega schön gemacht und das sieht so toll im Regal aus, Leute. Ich habe dem Titel 4 von 5 Sternen gegeben. Mit dem neuen Buch von Martin Wittmark und Emilia Chubak wird es wieder melancholisch. Der lange Weg zu dir heißt dieser Titel. Und es geht eigentlich darum, dass ein Haustier stirbt. Adam lebt zusammen mit seinem Hund Rufus. Ich bin sehr dazu verführt, Adam zu sagen. Aber ich bleib mal bei Adam, damit ich nicht noch verwirrter werde. Ja, und Rufus stirbt eines Tages. Und auf der anderen Seite des Sees lebt ein Mädchen mit einer Katze. Und die Lebenskräfte von Adam schwinden immer mehr, weil er so traurig ist über den Tod seines Hundes. Und das Mädchen mit ihrer Katze, die reisen quasi zu Adam und wollen ihn retten, obwohl sie gar nicht wissen, was sie dazu hinzieht. Auch dieses Kinderbuch ist schon wieder sehr düster gestaltet und das liebe ich ja total. Und es ist auch wirklich immer so ein bisschen Herzschmerz, aber ein schöner Herzschmerz. Also wenn ihr so düstere Geschichten mögt, à la Tim Burton, die aber natürlich ein bisschen kinderfreundlicher sind, dann kann ich das euch nur empfehlen. Ich habe dem 5 von 5 Sternen gegeben. Jetzt kommen wir zu den Comics, die ich gelesen habe. Nämlich Herz aus Stein von Gautier und Almanza. Erschienen ist es bei Thunfisch. Und eigentlich
zu niedlich. Also auch das gehört wieder so in diese Reihe Tim Burton-artige Bücher, weil es halt sehr düster ist, aber gleichzeitig sehr hoffnungsvoll und bunt. Es geht um ein Mädchen, das hat ein Herz in Form einer Artischocke. Und dann gibt es diesen Jungen und der hat ein Herz aus Stein. Und der kann halt nicht anders, als kaltherzig zu sein. Während das Mädchen total fröhlich und bunt ist. Sie verliebt sich in diesen Jungen und diese Liebe wird halt nicht so richtig erwidert. Das ist irgendwie unfassbar dramatisch und mit diesem Ende habe ich auch nicht gerechnet. Also ich fand es unfassbar traurig. Das hat mich komplett überwältigt am Ende. Aber auch irgendwie, wo ich dachte, aber... Hier seht ihr auch nochmal so ein bisschen was von innen. Also damit ihr wisst, wie ich das meine mit Tim Burton-artig, hell, dunkel, bunt, düster und so. Ja, ich habe dem Titel 4 von 5 Sternen gegeben, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich das Ende wirklich gut finde. Der nächste Comic, den ich gelesen habe, ist bei Splitter erschienen und der heißt Victor Hugo im Exil von Gilles und Paturo. Ja, in dieser Story geht es um das Leben von Victor Hugo, der ja zum Beispiel Autor von dem Glöckner von Notre Dame ist oder auch von Les Misérables. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass es mehr so um sein Autorendasein geht, aber überhaupt nicht. Das Buch ist komplett politisch. Es geht auch eher um die Politik im Lande als wirklich um Victors Leben. Dann geht es aber auch noch um einen Verlust in der Familie. Und ich hatte irgendwie gedacht, dass noch mehr Les Misérables Anspielungen drin sind. Es sind gegen Ende so ein paar zu finden, wenn man sich halt wirklich gut auskennt mit der Story von Lemi. Aber es war nicht so ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir vielleicht auch einfach was anderes darunter erhofft. War dann doch eher ziemlich platt und voll von diesen ganzen politischen Dialogen, die mich nicht so interessiert haben. Aber wenn man überhaupt mal was von dem Autor wissen will, dann kann ich das auf jeden Fall mal empfehlen, da reinzuschauen. Wenn man sich für Politik interessiert oder historische Comics, auch auf jeden Fall was für euch. Für mich war es leider nicht so ganz was. Ich habe dem Titel 2 von 5 Sternen gegeben. Und die 2 Sterne kamen halt auch nur, weil ich die Illustrationen zwischenzeitlich echt super schön fand. Und das war es auch mit den Titeln, die ich in diesem vergangenen Monat gelesen habe. Mein Highlight war auf jeden Fall Goldene Zeiten im Gepäck. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr jetzt irgendwie 9 Titel für die Wunschliste habt oder ob vielleicht auch eins der Bücher bei euch bereits eingezogen ist. Vielleicht habt ihr ja auch eins der Bücher schon gelesen. Ich möchte alles wissen in den Kommentaren. Schreibt es mir gerne rein. Vielen Dank auch an alle Verlage und alle Autorinnen und Autoren. Ich bin Lea von Libreriarium. Von mir gibt es jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein neues, geekiges oder buchiges Video. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram oder ihr könnt mich auf meinem Blog mal besuchen. Wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Ciao, Bücherwürmer. Weil die sind nämlich auch von vielen verschiedenen Sprechern gesprochen. Weil die sind auch... Ich mochte Kyla merkt allerdings, dass es... Kyla merkt allerdings... Es ist... Ja, nochmal auf den...